Und was sagt Zonko? Hat Redstone Emil beleidigt? Zonko. Vorratskapsel. Ganz wichtig, Medizin hier draußen. Ilona war gerade hier draußen, das ist gut. Weil dann können wir nämlich hier wieder eins weiterbauen. Oh, was ist mit dem Hundi passiert? Labra, bewusstlos. Warum? Nahrungsmangel, extrem. Ah, warte mal. Wer war das? Wer war ein guter Koch? Ha, ne? Ja. Wo lagern die das Trockenfutter? Trockenfutter hier nein. Und hier ja. Dann sollten sie es umlagern. Ja, da gehen nämlich auch die Huskies drauf. Und ich hoffe auch die Labras. Okay. Ja, hier wird irgendwas hergestellt, Insektenzeugs, ja. Ist Trockenfutter? Nein! Don't do it! Paul, wir haben hier draußen, haben wir eigentlich alles voll mit Feldern. Wir haben eine gigantische, ein gigantisches Feld außen, deswegen haben wir nahrungstechnisch gerade überhaupt keine Sorgen. Hat der Husky jetzt was zu beißen gekriegt? Schwerer Nahrungsmangel, aber die Nahrung passt soweit. So, okay. Dann gehen wir mal mit Redstone hier weiter. Und Chippy dürfen natürlich auch weitermachen. Wer war gut im Forschen? 5, 8. Maxli. Okay. So. Lamderer. Okay, Lamderer, du bist als nächster am Start. Nicht priorisiert ausführbar. Forschung erfolgt langfristig. Na, machen wir die Forschung jetzt als Priorität 1 rein. Dann sollen die das machen. Meine Lieben, dann sollen sie es machen. Dann ist das so. Wer forscht, der forscht. Dann ist es so. Da können wir auch eine Doppelpassage machen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Okay. Es wird so langsam, meine Freunde. Es wird so langsam. Oh, das braucht Bauteile. Alter Schwede. So. Hasu macht sie erstmal eine Pulle auf. Kein Problem. So, Big V forscht jetzt gerade mal. Das ist für ihn eigentlich auch wichtig. Der kann nämlich auch. Das geht nämlich auch sauschnell, wenn da jemand dann forschen ist. Das ist super. Julian, moin, auch dir. Erstmal ein Schlückchen, ha? Huh? Ah, die Medikamente, die richtig gute Medizin, haben wir erstmal reingeholt. So, das mit den Beinen, das ist ein bisschen problematisch. Also wir sollten auf jeden Fall irgendwas prothesenmäßig auf die Reihe bekommen. Dann wäre ich jetzt für was Neues.
7 müsste gut sein, oder? 7 müsste gut sein. Ja. Machen wir hier mal einen 7er Raum rein. Da kommen Spezialsachen rein und wir werden hier auch ein bisschen ausdünnen. Hier unten will ich eigentlich nicht mehr so viel stehen haben. Eigentlich nicht. Was macht ihr hier draußen eigentlich alle gerade? Ah, okay, verstehe. Prost! Wir können ja hier nochmal weitergehen. Wie geht's dir, kleiner Labra? Ist voll ausgebildet, aber hast Hunger. Ein Alpaka ist schwanger, okay. Oh oh, hier sehe ich eine Kammer oder sowas auf uns zukommen. Wir machen es mal, wir graben es mal auf, aber kann sein, dass wir es wieder zukippen müssen. Herd elektrisch hat einen Defekt gehabt. So, den Teil hier machen wir auf. Den machen wir auf. Hier, ich hoffe, da stürzt uns jetzt nichts ein, aber ich möchte es komplett öffnen. Was ist da? Granitfliesen. Also die hier kommen quasi daher. Hier meinst du eine Lüftung? Da ist eine Heizung an sich drin, du hast schon recht, da könnte man aber auch eine Lüftung reinbauen. Das stimmt schon. Wie gesagt, ich möchte den Raum nur für die Lebensmittelverarbeitung vorbereiten. Also hier kommen lauter Herdgeschichten rein oder Schlachttische oder sowas. Es kommt alles hier rein. Was ist denn jetzt los? No! Don't touch me! Don't touch it! Redstone, du kannst nichts machen. Bam. Die Rache für unser Alpaka. Warum ist denn da eigentlich immer noch offen hier unten? Die Marmortür müsste eigentlich schon längst zu sein und die müsste eigentlich auch schon längst zu sein. Wir schicken mal Redstone hier runter. Rette das Alpaka! No! Redstone kommt hier runter. Und bist frei. So. Ich wollte nur, dass die Tür zu ist. Das Arme, ja. Das hat leiden müssen. Granitfliesen. So, machen wir da noch Granitfliesen drauf. Dann ist der Bereich auch nochmal hübscher. Und dann werden wir den Bereich hier abgraben. Und hier aufgraben. Den einen Teil lasse ich stehen, den werden wir nachträglich machen. Nein, das Alpaka, Ilona, du sagst es. Ja, so viele Tiere, das ist so ärgerlich einfach. So, wir forschen als nächstes Prothesen, weil wir müssen unsere Leute mit Prothesen ausrüsten. Mit guten Prothesen im Übrigen auch. Und die fallen ja auch nicht vom Himmel, die Dinger. Die müssen wir ausrüsten und die... Ganz ehrlich, ich meine, das muss ja schon sein. Vergiss nie das Trinken. Gute Einwand.
Bärenfalle. Hm. Ja, jetzt nimmt das alles mal ein bisschen Ausmaße hier an. Jetzt kriegen wir langsam auch diese Teile, der reißen wir jetzt auch mal ab. Den Teil hier außen lassen wir offen. Eine Besuchergruppe ist am Start. Und jetzt pass auf, jetzt ziehen wir die Granitfliesen bis hier hoch. Och, Zonka! Zonkomat hat den Heiratsantrag von Chippy angenommen. Oh, wie geil. Verrücktes Tier. Was ein Bock. So, die Tiere dürfen wieder in Freilauf zurück. Ein Menschenjägerbock. Hat super funktioniert. Love is in the air. Ja, genau. Kolonie der Liebe. Ihr sagt es. So, hier oben kommt dann unsere neue Geschichte rein. Aber da müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben doch jetzt bei den Türen Autotüren hier, genau. Wenn wir die aus Granit bauen, können wir die aus Granit bauen? Ja. Die gehen nämlich, glaube ich, schneller auf, wenn ich mich nicht ganz täusche. Möbel, Stehlampe. So. Gebiet freigelegt. Ja, das da unten. Oh my goodness. Baumaterialien. Dringendst. Liken nicht vergessen. Ja, wenn ihr liken möchtet, könnt ihr das natürlich jederzeit gerne tun. Das hilft auf jeden Fall ganz, ganz massiv. Denn YouTube reagiert da ziemlich hart drauf. Und deswegen, wenn ihr den Stream mögt und euch sagt, Mensch, könnte ich mir vorstellen, da mal ein bisschen Liebe zu zeigen, dann gerne doch einfach mal liken. Einfach mal ein Like da lassen, sagen, hey! So, wir bauen jetzt ganz schnell mal eine Tür. Weil das müssen wir auch schnell machen, weil ansonsten kriegen wir nämlich Riesenprobleme. Zonko, du bleibst gleich da. Und du baust gleich diese Tür auf. Weil ansonsten ist nämlich unsere Temperatur bei der Katz. Innen drin, die Temperatur ist natürlich jetzt überall abgesunken. Okay, jetzt geht die Temperatur wieder hoch, auch wenn unsere Leute natürlich jetzt heute Nacht mal draußen in der Kälte geschlafen haben, aber das sollte sie nur kurzfristig ärgern. So, wir machen mal hier die Tiergebiete weg. Die Tiere machen nämlich dadurch einen unheimlichen Dreck hier rein. Und dafür haben wir ja extra einen Tierraum gebaut. So. Dafür sollen die ja hier drinnen schlafen. Können wir auch gerne noch ein bisschen Gas geben dazu. So. Da ist hier mehr Platz.
So, Redstone macht auch wieder weiter. Maxli ist am Forschen. Das ist, geht auch super gut mittlerweile. Da sind wir bei den bionischen Prothesen. Sind wir auch schon ziemlich dabei. Wickard von Barnheim, Dankeschön für deinen, ja, für dein Abo. Vielen Dank. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Mensch. Ich weiß gar nicht, werden die Abos mittlerweile eingeblendet? Die müssten, auf der Seite irgendwo müssten die eingeblendet werden. Funktioniert das? So, was haben wir hier? Zusammenbruch, Maxli, okay. Ja, der ist draußen. Solange er nicht zündelt, Big V übernimmt. Klärt die Lage quasi. Sollen wir hier zumachen oder offen lassen? Ich finde es auch okay, wenn das offen ist, wenn das ein großer Raum ist. Auf der anderen Seite zu hat natürlich auch einen Vorteil, wenn wir das hier dicht bauen. Mach mal wieder dicht. Das hat irgendwie, schaut irgendwie schöner aus. Nichts bemerkt? Nee? Okay, alles klar. Muss ich nochmal gucken. Nee, das müsste irgendwo hier im Bild sein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es nur auf der Talkrunde quasi drin eingeblendet habe. Dabei war ich mir jetzt gar nicht sicher. So, haben wir genug? Wir haben sehr viel Granit da, sollten wir jetzt erstmal bauen können. Und dann werden wir jetzt auch erstmal auch das tun. Und zwar, wir werden hier mal ein bisschen abbauen. So bis hier ungefähr. Den Bereich hier können wir nämlich stromspartechnisch komplett abschalten. Wir schalten das Ding aus, wenn wir sagen, wir haben jetzt irgendwie gerade einen enormen Engpass. Wir müssen irgendwas anders machen. Dafür ist das gedacht, dass wir hier abschalten können. Meister Kenobi, grüße dich, Hallöchen. Ah, unsere Jungs sind da so schnell unterwegs mittlerweile. Da kannst du halt so epische Bauaufträge mal super schnell durchziehen. Hier unten fehlt noch. Sag jetzt nicht, die kommen da nicht hin, oder? Ich weiß nicht, ob die da hinkommen. Oh, Großhändler, super gut. Super gut. Streamst du eigentlich immer auf YouTube, Paul? Ja, tatsächlich. Immer. Ausschließlich und exklusiv quasi sozusagen. Wobei ich mir ja schon überlegt habe, ob ich auf Twitch streamen möchte. Bloß dafür haben die zu schlecht, zu wenig Qualität, die ich übertragen darf. Normalerweise dürfst du bei Twitch 3500 übertragen. Wenn du Partner bist, 6000 und ich übertrage hier mit 14000. Das ist ein little bit anders. So, pass auf, wir können Prothesen bauen. Prothesentisch. Den könnten wir eigentlich gleich hier oben reinbauen. Könnten wir hier mal einen reinbauen. Hier oben möchte ich aber auch Böden reinlegen im Übrigen. Und zwar... Sandstein? Sandstein ist geil. Wir haben sehr wenig Sandstein, das ist mir schon bewusst. Alles, wir sind hier nämlich in ziemlichem Granitgebiet oder Marmor. Wir haben ja irgendwo Sandstein auch gefunden gehabt. Ein bisschen zumindest.